Guten Morgen, Leute. Dieser Moment, wenn man einfach seit 8 Uhr wach ist und man einfach noch hätte schlafen können. Bescheuert, wirklich. Ich weiß nicht, warum. Ich bin seit 8 Uhr wach. Das ist nicht normal. Ich wollte nur eine kurze Story machen. Ich wollte euch einen tollen Tag wünschen, ihr Lieben. Ich bin gerade im Bad und die Waschmaschine ist im Hintergrund so laut. Keine Ahnung, ob ihr mich versteht, aber ich denke schon, ich bin immer noch etwas krankarg. Ich werde jetzt gleich mit meiner Family frühstücken und wie ihr seht, ich bin immer noch in, ihr wisst schon wo, bei meinen Eltern. Ich werde jetzt bald nach Hause fahren. Ich muss noch in die Apotheke was holen und dann muss ich zu mir nach Hause und unbedingt aufräumen und Haushalt schmeißen. Ich hätte einfach voll ausschlafen können. Wir haben Samstag und ich kann einfach auspennen. Und was mache ich? Ich mache jetzt eine Story und bin seit 8 Uhr morgens wach. Die ganze Zeit am Handy, nicht mehr müde, einfach fit, mehr oder weniger. Gott sei Dank sieht man das bei Insta nicht so extrem, aber meine Nase sieht das richtig schlimm und verknittert aus. Also wirklich richtig schlimm, weil ich die ganze Zeit sie noch am Putzen war. Leute, ich hoffe, ihr habt euch nicht auch eine Grippe eingefangen. Ich wünsche euch allen eine gute Besserung, wenn dem so sollte heißen, wenn dem so ist. Ich habe meine Mascara nicht mehr drauf. Ihr seht, ich bin total ungeschminkt und mega fertig, aber ist mir egal. Ich mache trotzdem eine Story. Ihr kennt mich, Leute. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich gehe jetzt frühstücken. Bis dann. Ciao.